Ihr seid auf der Suche nach den billigsten Ultimate Team Coins bzw. FIFA Points? Dann checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link unten in der Beschreibung aus zu meinem Sponsor Golda und spart dort dann nochmal mit dem Code DGTV 3% bei eurem Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Da ist die Transferphase gerade vorbei und man denkt sich beim FC Barcelona, es wird langsam aber sicher Ruhe einkehren. Um die Person rund um Dennis TGTV und dann sagt Real Madrid Coach Zinedine Zidane plötzlich das auf einer Pressekonferenz. Für ihn sind 4 Tore kein Problem, das können nur die wenigsten. Er ist einfach einzigartig. Sehr große Worte gerichtet an einen Spieler vom direkten Konkurrenten, gerichtet an Dennis TGTV von Zinedine Zidane. Und da stellt sich eben die Frage, ob in der Zukunft, vielleicht auch in der Wintertransferphase, erneut ein Transfer zwischen den beiden Klassikervereinen passieren könnte. TGTV war ja auch schon in der Sommertransferphase alles andere als abgeneigt, den Verein zu verlassen. Und ein Engagement bei Real Madrid wäre natürlich eine neue Herausforderung für den gerade mal 21-Jährigen. Wie das Ganze nun in der Zukunft weiterlaufen wird mit Dennis TGTV, werden wir dann sehen. Jetzt aber erstmal würde ich sagen, gehen wir ab zum Gameplay. Und mit diesem ziemlich kuriosen Gerücht starten wir rein in die heutige Folge der FIFA 17 Spielerkarriere. Bevor wir in die heutige Folge der Spielerkarriere reinstarten, ein ganz kleiner Real Talk an der Stelle. Und zwar habe ich mich beim Feedback der letzten Folge ein wenig gewundert. Klar, standardmäßig, wie sollte es auch anders sein, für die Hashtag DGTV haben über 4000 Likes mal wieder gepackt. Dafür ein mega fettes Dankeschön, aber dafür auch über 200 Dislikes. Und normalerweise bin ich ein Mensch, der jetzt nicht wirklich groß auf Dislikes guckt. Das juckt mich eigentlich persönlich gar nicht, aber wenn es eben über 200 Stück sind und es waren auch schon über 100 Stück nach einer Stunde und das ist schon ziemlich rekordverdächtig für meinen Kanal, das könnte auch gut und gerne eines meiner meistgedislikedesten Videos sein, dann überlegt man natürlich erstmal, was habe ich hier falsch gemacht und kommt dann auf den Entschluss, dass man eigentlich gar nichts falsch gemacht hat. Ich meine, ich habe jetzt nichts Schlimmes verbrochen in der Spielerkarriere letzte Folge. Das Einzige, was wir getan haben, ist eben die Entscheidung getroffen zu haben, bei Barcelona zu bleiben und nicht zum FC Bayern zu wechseln. Und das hat scheinbar einige, sehr viele muss man sagen an der Stelle, ein wenig verärgert. Das Problem ist halt, als YouTuber bist du immer der Gearschte, auf gut Deutsch gesagt. Egal, was ich gemacht hätte, wäre ich jetzt von Barcelona weggewechselt, hätten sich genau die Leute beschwert, die wollten, dass ich bei Barcelona bleibe. Wäre ich jetzt zu Manchester United gegangen, hätten sich die Leute beschwert, die sagen, bleib bei Barcelona oder geh zum FC Bayern, weil ich ja dann zu Manchester United gegangen bin. Also egal, was ich getan hätte, ich bin immer der Typ, der das alles abbekommt. Deswegen bleibt einfach mal in Zukunft ein wenig gechillter, nur weil wir jetzt ein einziges Mal, das muss man sich echt mal geben, wir sind ein einziges Mal jetzt in einem Transferfenster nicht gewechselt. Da muss man nicht gleich so heftig reinscheißen und sagen, nee, du bist jetzt nicht zu Bayern gewechselt, jetzt dislike ich einfach mal die Folge. Wie gesagt, gegen Dislikes, die teilweise auch verdient sind, habe ich gar nichts. Ich habe auch meine 30, 40, 50 Dislikes pro Video, wo ich jetzt nichts gegen sagen kann. Aber über 200 Stück und das halt eigentlich hauptsächlich, weil ich in einem Spiel nicht zu einem Verein gewechselt bin, das ist schon ein wenig heftig. Jetzt aber an der Stelle einfach mal ganz gechillt bleiben. Wir werden die Karriere noch bis zur WM 2022 durchziehen. Das heißt, bis dahin werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach den Verein wechseln. Welcher das sein wird, kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, aber diese Spielerkarriere hier, in der sehr viel Arbeit steckt, das merkt man natürlich auch in den Videos, in der Spielerkarriere steckt echt extrem viel Arbeit. Das ist wirklich stundenlange Arbeit, GTA, FIFA aufnehmen, das Ganze schneiden und so weiter und so weiter. Das ist echt sehr viel Arbeit und das dann eben zu disliken, finde ich ein bisschen schade. Aber gut, ich will jetzt hier nicht mehr Zeit verschwenden, als ich muss. Wir starten rein in die heutige Folge der FIFA 17 Spielerkarriere. Falls euch das Ganze natürlich gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr sehr gerne für die heutige Folge den Daumen nach oben da lassen. Packen wir mal wieder 3000 Likes, wäre mega nice von euch. Die Spiele der heutigen Folge werden sich wahrscheinlich auf Italien und, was ist das, Nordirland beschränken. Las Palmas werde ich dann aller Voraussicht nach überspringen, um dann hier eben gegen Rubin Kazan das erste Spiel in der Champions League anzutreten. Klingt doch mal gar nicht so schlecht vom Plan her, würde ich sagen. Wir sind in einer Gruppe für die EM-Qualifikation, müsste das Ganze sein. Mit Italien, dann eben unsere Wenigkeit, Deutschland, Dänemark, Griechenland, Tschechien und Nordirland. Also eigentlich eine ziemlich machbare Gruppe. Falls wir es schaffen sollten, eben gegen Italien zu gewinnen, dann sind wir wahrscheinlich Gruppenerster. Okay, was heißt hier wahrscheinlich? Wir sind dann Gruppenerster. Einige Leute wollten ja den Teambericht, den momentanen Teambericht beim FC Barcelona sehen. Da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen durchscrollen. Natürlich einige Spieler wie Piqué, Messi und wie sie nicht alle heißen, die machen momentan echt schon Minus. Piqué momentan auf 86. Dann haben wir eben Messi, der auf, wo steht Messi momentan? Auf einer 89, Suarez nur noch auf einer 88. Dann ist eben Icardi gekommen, das ist auch, glaube ich, einer der einzigen Neuzugänge oder vielleicht auch der einzige Neuzugang. Iniesta mittlerweile mit 35 Jahren bei einem 79er Rating und ansonsten hier haben wir noch David Neres, stimmt, der ist noch von Ajax Amsterdam gekommen. Ansonsten ist hier eigentlich alles beim Alten geblieben, also wirklich keine neuen Spieler am Start. Das sind eben die einzigen beiden Spieler, Neres und Icardi, die im Sommer zu uns gestoßen sind. Thank you.
Nee, fällt mir irgendwie nicht ein. Im Hintergrund sehen wir noch die deutsche Nationalmannschaft. Da haben wir eben Neuer, Boateng, Mustafi, Weiser, Durm, Kroos, Kimmich mit einer 86, ziemlich stark, Müller 87, Özil 88, Sané 86 und wir eben mit einer 87 vor dem Sturm. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Stadio Olimpico und sehen uns gleich im Spiel Deutschland-Italien wieder. Ah, jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Und zwar gehen wir ja quasi auch unser kleines Comeback. Wir haben ja unser letztes Nationalspiel vor über einem Jahr bestritten. Bei der WM 2018. Jetzt eben das Comeback hier für die Europameisterschaftsqualifikation in der deutschen Nationalmannschaft. Da hat der Trainer, der Bundestrainer Jogi Löw auch mal gut und gerne wieder erkannt, was eigentlich in uns steckt, dass wir mittlerweile schon der deutsche beste Stürmer geworden sind. Wurde ja auch mal Zeit. Hat ja auch mal gut und gerne nur ein Jahr gebraucht. Boateng ist Kapitän unserer Mannschaft. Das nochmal dazu. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel gegen Italien und sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. 2000 years later. Komm schon, jetzt durchspielen. Mario Götze, was ein Pass auf DGTV. Und DGTV mit dem 1:0 in der 87. Minute. Ganz stark gemacht von Mario Götze. Und da ist Dennis DGTV 80 Minuten quasi auf Beton gebissen. Und da ist plötzlich die eine einzige Lücke. Die eine einzige Lücke in 87 Minuten und die wird sofort eiskalt bestraft hier von der deutschen Nationalmannschaft. Ganz stark gemacht von Mario Götze. Das war einer, an den kann man sich noch gut und gerne erinnern aus der gemeinsamen Borussia Dortmund-Zeit. War da auch einer meiner liebsten Teamkollegen. Und hier mal wieder mit einer richtig starken Vorlage für uns. Unser erstes Tor hier in der EM-Qualifikation. Und ein ziemlich wichtiges, denn damit ist Deutschland Gruppenerster in unserer momentanen Gruppe. Gut, was das jetzt war, weiß ich auch nicht ganz genau. Wir gewinnen das Spiel hier in der EM-Qualifikation gegen Italien mit 1:0. DGTV in der 87. Minute. Der Torschütze Mario Götze mit der entscheidenden Vorlage. Richtig stark gemacht hier vom Götzinho. Die Italiener geschlagen. Das Abwehrbollwerk hat 87 Minuten sehr gut gehalten, aber dann kam Mario Götze und dann kam DGTV und damit gewinnt die Mannschaft rund um Toni Kroos hier das Spiel gegen die Italiener und schnappt sich die Führung in der Gruppe. Da wir für das Spiel gegen Nordirland nicht berücksichtigt werden, ändern wir den Plan für die heutige Folge. Wir gehen dann rein in die Spiele gegen Las Palmas und gegen Rubin Kazan. Dann aber zuvor jetzt nochmal die Simulation quasi heim gegen Nordirland geht es ran, oder es ist auch richtig heim. Das sind natürlich hier die Qualifikationsspiele, da sind wir natürlich jetzt heim in Deutschland gegen Nordirland und gewinnen, ja, ziemlich eindrucksvoll mit 4:0. Zurück im guten alten Liga-Alltag geht es ran zu Gast gegen Las Palmas, ein Spiel, was wir eigentlich gewinnen sollten. Ich weiß nicht, wir können mal ganz kurz reinschauen, bevor wir jetzt ins Spiel reingehen, wo wir denn momentan in der Tabelle stehen. 12. Nicht so geil aus einem Spiel, nee, aus zwei Spielen. Ein Punkt geholt und momentan Real Madrid mit 6 Punkten, Atletico Madrid mit 6 Punkten, also das ist bisher nicht gerade die beste Saison für uns. Zumindest nicht der beste Saisonstart, aber ich denke mal, das Ganze sollte noch werden. Jetzt erstmal das Spiel gegen Las Palmas. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also ich weiß nicht, was Luis Enrique sich dabei gedacht hat, aber Messi ist einfach auf der Bank und Theo spielt dafür an der Stelle. Wir hatten ja quasi das krasse Trio NMD, genauso wie der Schuh von Adidas und jetzt wurde es einfach getrennt und ich weiß nicht mal warum. Messi ist immer noch einer der Besten der Welt, wenn nicht sogar der Beste der Welt auf seiner Position und der darf einfach nicht spielen so. Keine Ahnung, was da zwischen ihm und Enrique vorgefallen ist. Auch Neymar scheint momentan eher willig zu sein, den Verein zu verlassen. Also das Schiff Barcelona scheint langsam aber sicher am Sinken zu sein, wenn Messi nicht spielt, Neymar und vielleicht auch wir den Verein in der Zukunft verlassen werden. Oh, Sergio Roberto, komm schon, Junge. Spielt den Ball weiter nach vorne auf DGTV. Der zieht in die Mitte. Dennis DGTV mit links. Der Abschuss oder doch mit rechts. Und da ist das 1:0 für Barcelona. In der 8. Minute. Und da ist Dennis DGTV. Wie soll es auch anders sein? Setzt sich hier ganz stark durch. Und da dachte ich eben, Abschuss mit links, das kann eigentlich nichts werden. Aber da macht er ihn trotzdem mit rechts rein. Hier mit dem Außenriss ganz stark gemacht. Dennis DGTV. Keeper ohne Chance. Die Verteidigung sieht da nicht gerade gut aus von Las Palmas. Und das könnte tatsächlich heute ein kleines Schützenfest werden. Erstes Ligator für DGTV. Nach 3 Spielen endlich mal der Treffer hier. Nachdem er den Klassiko verpasst hat. Im ersten Spiel leider nicht gebutzt hat. Eben jetzt hier in Spiel Nummer 3 das erste Tor. So, erste Halbzeit vorbei. Es steht momentan 1:0 für den FC Barcelona. Tor natürlich von uns. Von Dennis DGTV hier. Real Madrid liegt momentan hinten. Also es läuft. Da machen wir schon mal die ersten Punkte auf die Königlichen gut, falls sie das Spiel letztendlich auch verlieren sollten. Aber wir müssen unseres natürlich auch erstmal gewinnen. Also, zweite Halbzeit alles perfekt machen, los geht's. Gut, da verabschieden wir uns wohl mal wieder mit einer wunderbaren gelben Karte. Arbeitstag ist nämlich für heute beendet. Ich will das Spiel in der Champions League gegen Rubin Kazan unbedingt spielen und deswegen werde ich mich jetzt einfach mal auswechseln lassen.
um diese Spiele letztendlich auch zu spielen, weil ich glaube, wenn wir das Spiel durchspielen würden jetzt hier gegen Las Palmas, dann würden wir gegen Rubin Kasanić spielen und das wollen wir natürlich. Deshalb lassen wir uns auswechseln, Icardi oder eben Suarez kommt jetzt rein ins Spiel und dann schauen wir mal, ob wir gegen Kasan dann auch letztendlich spielen werden. So, vorher dann aber mal wieder eine kleine Trainingseinheit hier für DGTV und die sieht, ja, wie immer absolut scheiße aus. Tatsächlich hat es was gebracht, sich gerade eben auswechseln zu lassen, denn wir stehen gegen Rubin Kasan in der Startformation. Die folgenden Spieler haben es ins Team der Woche geschafft. Dennis DGTV und ja, der Rest ist eigentlich egal. Wir sind übrigens in einer Gruppe mit Wolfsburg, Kasan und Fenerbahce, also eine sehr einfache Gruppe, wenn man ganz ehrlich ist. Da gäbe es eigentlich auch schwerere Gruppen, die man hätte haben können, aber wir haben eigentlich ein ziemlich einfaches Los erwischt und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins Spiel gegen Rubin Kasan, falls das Ganze mal laden sollte. Ihr kennt es ja mittlerweile bei internationalen Spielen, da ist die PlayStation jetzt nicht gerade die schnellste von den Trikots her, ist aber auch ein bisschen blöd gewählt, aber gut, dann werden wir das Ganze einfach mal so angehen, das sollte man schon unterscheiden können und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So, dann gehen wir rein in das Ganze hier, heim im Camp Nou oder El Libertador oder wie man das Ganze auch immer nennen möchte. Neymar natürlich nicht heute von Anfang an, ich weiß nicht, was Luis Enrique sich immer bei der Startformation denkt, aber wir stehen zwar in der Startelf, dafür aber Neymar und Messi nicht und generell gefühlt weiß ich nicht, was für Qualität von Spielern sitzt auf der Bank oder eher gesagt in der Reserve. Da haben wir noch einen Eriksen irgendwo, der in der Ecke chillt. Dann haben wir natürlich noch Luis Suarez, Mauro Icardi, Neymar, Messi. Also ganz schlechte Spieler, die bei uns auf der Bank und auf der Reserve sind. Und die dürfen einfach nicht spielen. Finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Mal gucken, erste Szene jetzt schon vielleicht. Ja, der Ballverlust. Nice Sache, jetzt aber gleich die erste richtige Szene. So, jetzt hier mal mit Tempo durchsetzen. An einem Verteidiger vorbei, am nächsten Verteidiger vorbei und nicht das Tor. Ach, Mann. Yep, und hauen wir jetzt auch mal wieder mal unsere standardmäßige gelbe Karte ab. Wir kennen es ja mittlerweile nicht anders. Ja, wahrscheinlich ist Sergio Busquets gerade mit Rot vom Platz geflogen. Ich war gerade ganz entspannt am Handy, bisschen was auf Twitter gucken. Da sehe ich plötzlich, oh, Busquets mit Rot vom Platz geflogen. So brutal war das Foul jetzt aber auch nicht, dass man dafür rot ziehen muss. Ich meine, da habe ich schon brutalere Fouls begangen. Oh, komm, Sergio Roberto, André Gomez und Theo, was ist das für ein Schuss? Was ist das für ein Schuss? Den kannst du vielleicht in der Kreisliga versuchen, aber nicht in der Champions League, Junge. Alter Schwede, Mann. Kann es doch nicht sein. Was war das bitte für ein Schuss? Nee, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, da bin ich echt gerade ein bisschen geschockt. Das war echt ein absoluter Gurkenschuss. Passt aber auch zu Christian Theo. Ich weiß immer noch nicht, was der bei Barcelona macht. Gut, zweite Halbzeit. Wir versuchen nochmal das Beste rauszuholen. Und das Beste rauszuholen sind einfach 3 Punkte. Also los geht's. Hier ganz ehrlich, abspielen ist hier nicht. Abspielen ist hier nämlich nicht. 52. Minute. Dennis DGTV, Tor Nummer 3 für die heutige Folge. Für die Nationalmannschaft getroffen, in der Liga getroffen, in Champions League getroffen. So muss das sein. Den hätte ich auch abspielen können. Aber ganz ehrlich, ich vertraue meinen Teamkollegen hier gar nicht mehr. Deswegen nehmen wir das Ganze auf eigene Faust hier und machen das 1:0. Ganz stark gemacht und mal gucken, vielleicht machen wir heute noch ein zweites. Wäre natürlich nicht schlecht, 4 Tore für 3 Spiele kann man eigentlich mal mitnehmen. So, kommt da jetzt eine Flanke, habe ich gehört, auf Neymar und der macht ihn mit dem Seilverzieher rein. Oh mein Gott, Neymar, was war das bitte für ein Tor? Was war das bitte für ein Tor von Neymar? Holy shit. Natürlich die Flanke von uns richtig stark gewesen, aber der Seilverzieher von Neymar einfach ein absoluter Augenschmaus. Sieht man natürlich einfach richtig gerne. Und der muss immer von Anfang an spielen. Der muss von Anfang an spielen, da läuft es auch immer. Da können wir mal gut und gerne zu 10 gegen Rubin Kasan gewinnen. Aber nicht mit irgendwelchen Christian Theos und wie sie nicht alle heißen. Schön durchgesetzt. Abschluss und der geht nicht rein. Mein Gott, was war das aber auch bitte für ein schlechter Abschluss von mir. So, und damit ist das Spiel vorbei. 2:0 Sieg gegen Rubin Kasan. Tore durch DGTV und dem Mann hier. Neymar Vorlage dann auch noch von DGTV gewesen. Also wer der Man of the Match heute war, das steht, denke ich mal, fest. Kasan mit 10 Mann geschlagen. Sehr starke Leistung heute vom Team. So kann es gerne für die Champions League weitergehen. Spieler des Tages geworden. Wie soll es auch anders sein? Und damit würde ich sagen, war es das für die heutige Folge der FIFA 17 Spielerkarriere. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. 3000 Likes auf die heutige Folge wären mal wieder absolut nice von euch. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von meiner Seite aus. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein und ciao.